Back in the Reifen, was geht auf YouTube? Ihr seid wieder bei Lift Your. Wir befinden uns in der Unterkörpereinheit, nachdem ich letzte Woche mein 8x5 mit 170 Kilogramm mit den Ray-Ban oder Ray-Ban Sleeves, wie auch immer, und ohne Gürtel nicht abgeschlossen habe und ich in dem Video auch betonte, dass ich eigentlich an dieser Stelle ganz gerne einen Deload gehabt hätte, habe natürlich Premium geplant jetzt für die deutsche Meisterschaft und habe gemerkt, dass das dann mit der Transition Phase und der Specification Phase und so weiter ein bisschen knapp wird, habe aber eigentlich dafür gesorgt, dass die letzte Woche jetzt in Sachen Trainingsintensität, so wie es eigentlich auch in der ersten Transition Phase der Fall ist, also in der ersten Woche der Transition Phase, habe dafür gesorgt, dass die Intensität und das Volumen jetzt nicht zu krass ist. Insofern sollte ich da jetzt eigentlich bis zum nächsten Deload, der im Übergang zur Specification Phase stattfindet, eigentlich ganz gut durchkommen. Jetzt, heute integrieren wir das erste Mal für die Kniebeugen unterstützende Sleeves. Und zwar haben wir hier die neuen Athletic Aesthetics Sleeves. Grüße gehen raus an den lieben Tyson. Wir werden die Dinger mal einweihen. Auf jeden Fall erwarte ich, dass die deutlich mehr Support geben werden als die Ray-Ban Sleeves. Allerdings auch nicht so viel Support wie die SBDs. Denn einerseits, wie man sieht oder wie man jetzt hoffentlich sehen wird, kann ich die einigermaßen locker ganz normal übers Knie ziehen. Das würde mit SBDs nicht gehen. Könnte jetzt auch oder wird mit Sicherheit auch daran liegen, dass die hier in Größe XL sind und meine SBDs in Größe L. Wir haben jetzt einen Single mit 195 Kilogramm auf dem Plan stehen, mit dem wir einsteigen werden. Und die Rechnungsgrundlage stellen dafür im Grunde genommen die 217,5 Kilogramm vom NRW Cup dar, von denen ich im Moment ausgehen würde, dass die jetzt mit Unterstützung, mit Gürteln, mit Sleeves und so weiter meinem Estimated 100 Max entsprechen könnten, sollten, wie auch immer. Natürlich 217,5, was ist das für eine Zahl? Du kannst auch gleich 220 sagen, ist aber auch egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt in der Kniebeuge mit 195 Kilogramm für einen Single anfangen und dann habe ich natürlich auch nochmal die Gelegenheit, diesen Single mit einem RPE zu bewerten und dann zu sagen, okay, die 217,5 oder 220, was auch immer, die werden in etwa stimmen und wenn das jetzt nicht zu sehr nach oben oder nach unten abweicht, dann werde ich auch bei diesem Wert bleiben. Genug gelabert, schauen wir mal, wo der 195er Single sich bewegen wird. Wenn das Ganze so stehen bleibt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann werden wir einen Top Triple mit 185 Kilo haben, glaube ich, und dann weitere 5 Triples mit 180 Kilogramm. Wie auch im letzten Video erwähnt, mit der Option auf 4 Reps zu gehen mit den 180 Kilo, werde ich aber wahrscheinlich nicht ausnutzen, denn die dehnen dann eher für die kommenden Wochen als Backup-Option. Let's go! Puh, damn, boy, okay. Ich habe jetzt schon alle Sätze durchgemacht und Zeit auf jeden Fall ein kleines Fazit zu ziehen, beziehungsweise irgendwie lernt man ja aus jeder Einheit ein bisschen was, so auch hier jetzt geschehen. Also wie man gesehen hat, der erste Single war schon ziemlich schwer, das war auf jeden Fall eine 9. Dementsprechend an sich ein Grund, das Estimated 100 Max weiter abzusetzen. Aber wie ich auch schon im letzten Video im Zusammenhang mit dem Deadlift erklärt habe, wenn man sehr viel Zeit damit verbracht hat, eher mit niedrigen Intensitäten oder mittleren Intensitäten auf Reps zu arbeiten, dann ist es immer sehr schwer, auf ein akkurates oder ein für den Peak akkurates 100 Max zu schließen, auf dem man seinen Peak auslegen möchte sozusagen. Und dementsprechend habe ich jetzt die weiteren Gewichte anhand dieser 195 Kilogramm weiterhin orientiert, beziehungsweise anhand des Estimated 100 Max von 217,5 Kilo. Man weiß jetzt auch nie, Wettkampfsituation, die ist das. Zum Beispiel habe ich die ja eben auch auf dem NRW Cup gebeugt, obwohl ich einfach nur aus dem Training herauskam, auch nicht mehr peaked war durch den Insanity. Im Gegenteil, ich war danach einfach nur komplett durch und trotzdem konnte man das noch abrufen. Insofern ist es jetzt nicht allzu weit hergeholt zu sagen, oder nicht allzu schlimm zu sagen, den Wert kann man so stehen lassen. Höher hätte ich die Werte aber definitiv nicht ansetzen sollen. Das hat man dann definitiv auch im Top Triple gemerkt mit den 185. Die waren ekelhaft schwer, obwohl sie auf Kamera eigentlich ganz solide aussahen, wie das so oft so ist. Und anschließend gab es ja dann noch 5 weitere Triples
mit 180 Kilogramm. Hier habe ich jetzt hinterher dran gedacht, hätte ich eigentlich auch den unteren Wert nehmen können. Die Ausgangslage sind ja dann irgendwie 81-84%, die ich da festgesetzt habe für die 5 Triples. Das heißt, ich hätte auch mit 177 oder 175, keine Ahnung, was arbeiten können. Habe es jetzt bei den 180 belassen, weil Triples Anfang eines Peaks oder Anfang einer Transition Phase sind für mich, das ist so wie 100 Kilogramm auf der Bank. So, du drückst niemals weniger als 100 Kilogramm, wenn du eigentlich signifikant mehr als 100 Kilogramm drücken kannst. Deswegen, gleiches ist das für mich irgendwie beim Squat. Da gehe ich ungern unter 180 und das war auch in Ordnung. Also es war wirklich anstrengend. Auch hier hat sich wieder gezeigt, meine Fähigkeit, höhere Gewichte im Moment zu bewegen, und 180 Kilogramm sind für mich eigentlich, oder ist für mich immer so der Anfang von hohen Gewichten persönlich. Das ist im Moment einfach mega schwer, aber ich bin auch guter Dinge, dass diese Fähigkeit dann relativ schnell innerhalb der Transition Phase und dann auch der Specification Phase kommt. Das war auch in der letzten Vorbereitung für den Insanity so, ist an sich nichts Neues. Deswegen zusammengefasst kann man sagen, war es für mich jetzt nicht problematisch, die Werte so zu belassen, wie sie waren. Dann zu den Sleeves. Ja. Wie ich erwartet habe, geben definitiv nicht so viel Support wie die SBDs, aber definitiv auch deutlich mehr als die Ray-Bans oder die alten Athletic Aesthetic Sleeves. Insofern eigentlich ziemlich guter Sweet Spot, gerade für solche, die gerne mit unterstützenden Sleeves beugen und die sozusagen eine Trainingsbandage haben möchten. Finde ich persönlich sehr nice. Link natürlich zum Athletic Aesthetics Shop in der Beschreibung, gönnt euch Werbung an dieser Stelle, aber ich finde die Teile auf jeden Fall gut. Werden für mich aber definitiv Sleeves bleiben, die ich dann in Richtung Wettkampf benutzen werde. Also wieder einiges gelernt. Nächste Woche rechne ich auf jeden Fall damit, dass die Gewichte sich besser bewegen werden. Am Ende hat man auch ganz klar gesehen, hat es auch schlichtweg nochmal geholfen, sich verdammt nochmal anzustrengen. Da habe ich einfach nochmal ein bisschen Hardcore-Metal auf die Ohren geballert, mich konzentriert, und dann ging die Gewichte im letzten Satz mit dem größten Ausmaß an Ermüdung auch am schnellsten hoch. So ist das halt eben am Ende des Tages. Ihr müsst einfach fester drücken, fester ziehen, fester gegen die Stange drücken in der Kniebeuge. So ist es nun mal. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Assistance-Stuff. Da ich aber wieder so viel geredet habe, werden wir das jetzt nicht zeigen. Wir sehen uns jetzt auf jeden Fall in der letzten Einheit der Woche. Tschö. Yeah. Shut up, bitch. Da ich eben jetzt Anfang des Videos schon ein wenig Zeit darin investiert habe, Bruder, hör auf mich anzuschauen. Du weißt ganz genau, ich kann das so nicht. Guck woanders hin. Da ich jetzt vorhin schon eine ganze Menge über den Squat geredet habe, haken wir jetzt gerade den letzten GK-Tag der Woche, der jetzt heute ein Oberkörpertag geworden ist, da ich mir einen Tag mehr Pause gegönnt habe vor den Kniebeugen, haken wir den kurz ab. Zum Kniebeugen kommen wir gleich nochmal ganz kurz, aber ja, was lässt sich dazu sagen? Die Two-Count-Pause-Benches waren sehr schön einfach, wie es sein soll, jetzt am Ende der Woche, in der ersten Woche der Transition Phase. 132 Kilogramm gab es für 4 Triples, und im Gegensatz zu dem, was mir oftmals passiert, wenn ich mir Two-Count-Pauses aufschreibe, dass ich nämlich
eher von außen hin eher eine One-Count-Pause mache, auch wenn ein Count, und das muss man hier für viele Leute immer wieder richtig stellen, ein Count ist eine subjektive Maßeinheit. Du kannst einen Count 4 Sekunden lang machen, also reale 4 Sekunden, du kannst den aber auch 1 Sekunde lang machen, das kommt auf dich an. Wichtig ist eigentlich nur, dass du diesen Count konstant hältst. Ich persönlich versuche mich an Sekunden zu orientieren, was Sinn macht, aber auf jeden Fall ist mir das hier ganz gut gelungen und alle 4 Sätze waren entsprechend smooth und easy. Overhead Press waren wahrscheinlich die einfachsten 80 Kilo, die ich bislang in meiner so langen Lifter-Karriere bewegt habe. Sehr, sehr smooth, gute Technik, haben sich super angefühlt, super Voraussetzungen für die kommenden Wochen. Und dann gab es noch Assistance Work, die wir jetzt nicht mehr zeigen. Das waren einfach Klimmzüge mit Gewicht, Landmine Presses mit einem Arm. Da gab es auch einen kleinen PR. 10er Wiederholungen mit 40 Kilogramm beziehungsweise ja, ohne die Stange gezählt. Und ja, um dann jetzt noch zum Ende des Videos noch mal ganz kurz zum Squat zurückzukommen. Und zwar, ist halt hier drin. Ich habe noch eine kleine Veränderung vorgenommen im Goku Trainingsplan, beziehungsweise nächste Woche werde ich diese Veränderung einbauen, das erste Mal nutzen. Und zwar werde ich anstelle der 4-Count-Squats am ersten Tag der Woche Dynamic Effort Squats machen. Ich habe schon mal Dynamic Effort Deadlifts gemacht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren etwa in der letzten Insanity, also der vorletzten Insanity Vorbereitung. Die haben dort sehr gut funktioniert. Was du da im Grunde genommen machst, ist, dass du mit 50 bis rund 65%, natürlich steigerst du dich auch ein bisschen im Gewicht, machst du oftmals klassischerweise 10 Sätze und für den Deadlift ist es dann 1 Wiederholung, für den Squat in der Regel 2, für die Bench wären es klassischerweise 3 Wiederholungen. Und okay, du hast mich ja gar nicht angeguckt. Ich dachte, du wolltest mich wieder ablenken. Ich habe gedacht, du hättest so gemacht. Reingeguckt. Das heißt, wir haben eine sehr niedrige Last mit auch sehr wenigen Wiederholungen, aber es geht eben darum, die Bewegung explosiv auszuführen mit wenigen bzw. kurzen Pausen zwischen den Sätzen, 1 bis 2 Minuten in etwa. Dementsprechend schnell kriegt man 10 Sätze dann eben auch durch. Und das dient dazu, dass wir einerseits natürlich, da wir eine spezifische Grundübung ausführen, ein gewisses Übungslernen weiterhin haben, was über die Woche hinweg gesehen in Sachen Frequenz natürlich nützlich ist. Gleichermaßen dadurch, dass die Gesamtlast so niedrig ist, haben wir aber weniger Belastung auf den Strukturen. Das wird jetzt gleich ein wichtiger Punkt sein. Und und es geht natürlich um einen schnellen Power-Output, wie gesagt, es geht um eine explosive Bewegung, was dann in Sachen Ansteuerung bzw. Übertrag auf schwere Gewichte hilfreich sein kann, weil wir, wenn wir ein schweres Gewicht auf dem Rücken haben, natürlich, auch wenn das Gewicht dadurch, dass es schwer ist, sich natürlich langsam bewegen wird, aber wir wollen es schnell bewegen. Ne? Also da geht es dann natürlich um Ansteuerung von verschiedenen Muskelfasern, pipapo, dies, das. Und das ist auf jeden Fall die Idee dahinter. Soll heißen, 4 Counts raus. Ich finde die persönlich in der Aufbauphase oder in der normalen Kraft- plus Powerphase, nenn es wie du willst, finde ich die sehr geil, weil erstens wird das Gewicht, dadurch, dass wir die Exzentrik so stark fokussieren, wird künstlich reduziert, wie ich es immer sage. Es ist aber gleichzeitig immer noch verdammt anstrengend. Und dadurch, dass es so anstrengend ist, dass man sich darauf konzentriert, die Übung richtig auszuführen und die Spannung zum Beispiel auf den Quads richtig zu halten und so weiter, nicht lazy zu werden in der Übung, beziehungsweise du kannst halt nicht lazy in der Übung sein, ohne sie falsch zu machen. Dadurch überträgt sich das natürlich auch sehr gut auf Volumenarbeit. Aber jetzt merke ich halt in der Transition Phase, wo das Ganze wieder schwerer wird, ich brauche erstens eine Bewegung, die ein bisschen Last an den anderen Tagen rausnimmt. Ich scheine mit fortschreitenden Trainingsjahren irgendwie immer weniger davon zu profitieren, über die Woche hinweg öfters schwer zu beugen oder was auch immer zu machen. Und deswegen lieber eine leichtere Bewegung, bei der ich aber versuche, das Gewicht so explosiv wie möglich zu bewegen. Und eben von diesen langsamen Tempobeugen scheine ich oder habe ich dann für mich den Eindruck, profitiere ich nicht mehr so gut. Deswegen werde ich die Dynamic Effort Squats generell als Alternative zu den 4-Count Eccentrics einbauen. Das heißt, die könnt ihr dann, wenn ihr euch den Plan besorgt, auch in der Basic Phase machen, sage ich jetzt mal.
Und dann könnt ihr für euch selber entscheiden, ob ihr lieber Tempos machen wollt oder eine Bewegung, die euch in Sachen Gewicht noch einen Ticken weniger belastet, dafür ein bisschen mehr den Power-Output in den Fokus stellt. Kommt immer darauf an, was für einen in dem Moment dann richtig ist. Ja, das soweit zu dieser Anpassung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Hit that Like-Button. Share that shit, do whatever with it und schaut auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung wegen des Google Trainingsplans. Wenn ihr euch den besorgt, übrigens bekommt ihr immer, wenn es solche Updates gibt, die ich jetzt zum Beispiel hier mache mit dem Dynamic Effort Squad, dann bekommt ihr die neueste Version des Trainingsplans kostenlos zugeschickt. Es sollen auch noch ein paar andere Updates folgen, auch schon was länger, aber die standen jetzt so im Hinblick auf die Dinge, die ich noch zu tun habe oder die ich tun möchte, jetzt nicht so im Vordergrund. Aber da werden sicherlich immer noch hier und da, vor allem wenn, da ich den Trainingsplan ja dauernd weiter selbst ausführe und versuche zu verbessern, wird es da dementsprechend noch weitere Updates geben. So, jetzt aber hit that like button, share the shit, do whatever with it und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren und mutieren. Peace!